Guten Morgen, meine lieben Das Rad der Zeit Freunde. Es ist gerade bei mir jedenfalls 7.56 Uhr morgens und ich mache mich jetzt auf den Weg zu einem sehr guten Freund. Wir schauen die Serie zusammen. Und das Spannende ist, er hat die Bücher nicht gelesen und da bin ich ganz besonders neugierig, wie er auf die Serie reagiert und natürlich auch ich. Okay, legen wir los. Dort soll es 4 Tavernen geben. Alle im richtigen Alter. Früher war diese Straße nur ein schmaler Wildwechsel ins Tal. Den rechten kennst du. Auf dem Rücken. Und den Schnaps? Den haben wir zu Hause gelassen. Die Koblenz und die Kongas hatten schon Angst, wir hätten dieses Mal keinen Apfelschnaps zu Bentine. Ach, ich darf doch nicht zulassen, dass sie sich an was erinnern. Um die Uhrzeit. So, meine Herren. Die hat aber lang drum getragen. Hast du dir den ganzen Tag mit dir rumgetragen? Immerhin hat sie es gesagt. Also das hat es gerettet. Okay. Ja, sonst wäre es... Okay, aber so tief bist du drin quasi, dass du diese... Also hast nein, nein, so... Erdbeere gibt es da nicht. Aber ach so. Das war jetzt rein filmisch. Also. Zu jeder Fantasy-Serie gehört ein warmer Zuba. Könnte warmer sein. Ein Feuerwerk, Gandalf, ein Feuerwerk. Zu früh fürs Frühstück? Egal was passiert, welchem Leid ihr entgegensehen, welchem Kummer, sogar dem Tod. Das Rad dreht sich weiter. Immer. Naja, in Wahrheit ist er nur ein Bauer. Also offiziell. Ja, ja. Nee, also, ich meine, die anderen haben ja auch keine. Richtig. Das ist ein friedliches Volk. Im, wie manche es nennen, dritten Zeitalter erhob sich ein Wind in den verschleierten Bergen. Der Wind stand nicht am Beginn. Es gibt keinen Beginn und kein Ende, wenn sich das Rad der Zeit dreht. So, wir haben jetzt die erste Folge gemeinsam geschaut und der Alex hat die Bücher ja nicht gelesen. Und du bist zuerst dran als Nichtbuchleser und einfach nur als Serien. Von einer Skala von 1 bis 10 einordnen und gerne Fragen stellen, wo du sagst. Ne? Also 5. Eine 5. Ja. Gut, an dieser Stelle von mir, weil ich Fan bin und hier und da auch durchaus kritisch, von mir eine 6. Ja? Also auch Durchschnitt. Auch Durchschnitt. Und soweit ich hier jetzt die ersten Sternchenvergaben auf Amazon sehe, und die haben ja 5 Sterne Vergabe, ist es eine 3,5. Kommt also auch hin mit 6, 5, 6. Ja, ja. Ja, und ich bin Fan. Und es gab Momente, die habe ich geliebt. Und Sachen, die mich befremdet haben. Aber da kommen wir noch ins Detail dazu.
ich weiß ja viel mehr als du. Du hast die Serie geguckt und hattest du Fragezeichen irgendwo? Oder? Naja, ich habe, sag mal, bei der ersten Hälfte der Episode überhaupt nicht gewusst, um was es geht. Also es war für mich schwierig, die Vielzahl der Charaktere irgendwie zu verstehen und zu begreifen, wer hat welche Motivation und wer ist überhaupt wer so. Ja? Also dann fand ich es ein bisschen zu wenig Spannung, bis es dann mit Action losging. Die fand ich dann wiederum sehr plötzlich. Da hätte ich mir gewünscht, wenn die Bedrohung immer näher gekommen wäre, während die anderen noch friedlich gefeiert haben. Deswegen war, also ich hätte wahrscheinlich, wenn du jetzt nicht da gewesen wärst und gesagt hättest, wir müssen es gucken, so nach 10 Minuten gedacht, ja, guck ich mal, was sonst noch. Wir werden im Anschluss die Folge noch auseinandernehmen, separat, in aller Ruhe. Gerne. Aber auch in ganzer Kürze, da kann man auch in Details Sachen eingehen. Und ich glaube, wir trinken jetzt noch einen Kaffee und schauen uns einfach mal Die nächste Folge. Noch haben wir ja Zeit. Ist ja mitten in der Nacht. Genau. Alles klar. Dann, meine Lieben, wie bewertet ihr jetzt die erste Folge so auf einer Skala von 1 bis 10? Würde mich da wahnsinnig interessieren und gerne kommentieren. Und ihr wisst, ne, hier demnächst mehr das Rad der Zeit Reviews. Daumen hoch für dieses Video. Lasst ein Abo da. Ach, möge euch das Licht leuchten, uns allen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Danke, Alex. Gerne. Ciao.